Endlich im Juli 2021 war es soweit. Wir sind aufgebrochen in Richtung Norden. Es geht auf zu einem Ocean Life Turn auf die Lofoten und auch rund um die Lofoten. Wir segeln dorthin, wohin andere nur träumen und machen Dinge möglich, die sich wirklich in unsere Herzen brennen. Im Mittelpunkt stehen natürlich eigentlich die Menschen. Wir wollen glückliche Menschen haben, wir wollen selber auch innere Ruhe und Zufriedenheit. Und ein Weg dorthin ist einfach, Menschen um sich herum auch glücklich und zufrieden zu machen. Lachende Gesichter sind es, die uns erfüllen, und dann sind Barbara und ich wirklich glücklich. Wir freuen uns darüber, wenn es unseren Mitseglerinnen gut geht, und das ist es, ja, was wir sehen wollen. Und ganz speziell ist es für mich persönlich, zum Beispiel, wenn mein Sohn dabei ist, der Gabriel, wenn wir auf den Lofoten zum Beispiel auch Wanderungen auf den berühmten Rheinebrinnen machen. Da gehen wir rauf und genießen die unglaubliche Stimmung zum Sonnenaufgang. Im Nordosten geht die Sonne auf zwischen 2 und 3 am Morgen. Es wird ja kaum dunkel im Sommer, weit im Norden. Wir sind ja auf über 67 Grad nördlicher Breite. Und manchmal ist es einfach unglaublich schön. Und man wird ruhig und genießt einfach und ist dankbar dafür, was man erleben kann. Überraschend oft gibt es auf den Lofoten auch weiße, kalkhaltige Strände. Diese kalkhaltigen Strände sind biogenen Ursprungs. Das bedeutet, der Kalk kommt von Muschelresten, von Tierresten. Und das ist die Polaris, unsere Expedition. Ja, super geiles Segeln. Wir sind gerade auf der Polaris und überqueren den Westfjord. Das heißt also, wir segeln von den Lofoten wieder rein Richtung norwegisches Festland. Geiles Boot. Und hier treffen wir auch die Framstig, ein altes, wunderbares Holzboot, mit dem junge Norweger rund um die Welt segeln eigentlich. Und hier sind wir auf einer unserer Lieblingsinseln, den Namen wir nicht verraten und den Standort wir nicht verraten, weil dort ist es einfach wunderbar. Und ihr müsst schon mit uns mitkommen, um das zu erleben. Zum Beispiel die Küstenseeschwalbe, das ist der Weltmeister im Sonnenstundensammeln. Diese Küstenseeschwalbe ist immer dort, wo die Tage gerade am längsten sind, und sie präsentiert sich hier wunderbar, und wir können knipsen ohne Ende und fast jedes Foto wird gut. Ja, und das ist es, was wir auf den Lofoten so schätzen, die unglaubliche Nähe zur Natur. Die Natur präsentiert sich im besten Licht, im wahrsten Sinne des Wortes, und es ist einfach schön. Die Abendstimmungen, die Dämmerung da, der 2, 3, 4, 5 Stunden lang richtig dunkel wird es im Sommer ja nie. Und du wirst einfach ruhig und zufrieden und genießt einfach. Und schon von Weitem erkennen wir den Blas. Wir wissen noch nicht, welcher Wal es sein wird, bis wir die Fluke sehen. Und da ist es klar, ein Pottwal ist gerade beim Abtauchen. Und schon geht es weiter, weil knapp vor den Inseln entdecken wir schon einen Horst eines Seeadlers. Der Altvogel kreist über dem Revier. Wir sehen noch keine Jungvögel. Da ist ein Jungvogel, der knapp neben dem Horst sitzt und der jetzt seine schon beachtliche Größe zeigt. Die haben ja eine Spannweite bis zu 3,30 Meter. Und diese Pose zeigt uns, geht weg von unserem Revier, das ist mein Platz. Ist ja auch kein Wunder, weil es ist da wirklich, wirklich wunderschön. Wie gesagt, unsere fast Lieblingsinsel, die uns einlädt zum Ruhigwerden und zum Genießen. Thank you.
Und wir machen uns wieder auf und segeln auf die berühmten Vogelinseln, die südwestlich von Röst vorgelagert sind. Die sind berühmt und spektakulär durch ihre Geologie natürlich, man sieht es von weitem schon. Die Polaris bringt uns nahe hin, es macht Spaß dorthin zu segeln, wir haben beste Bedingungen und natürlich versuchen wir unterwegs alles festzuhalten. Es wird geknipst und es wird beobachtet und es wird auch zum Beispiel Informationen per Funk vom Bug ins Heck übertragen. Zum Beispiel dann, wenn wir Krähenscharben wirklich auf den Pelzrücken oder den Grülltaisten nahe kommen, die sich nicht stören lassen von uns. Die haben einfach kein Fluchtverhalten, weil Menschen dort die nicht jagen. Ja, und wieder die Beobachtung per Funk, die Informationsübermittlung vom Bug in den Heck. Und es gibt natürlich viel zu erzählen und es ist einfach wunderbar, dort unterwegs zu sein. Dort, wo die Natur noch so ist, wie sie einst entstanden ist. Und das macht einfach Spaß. Das erfüllt unser Herz und wir sind immer auf der Suche nach spektakulären Beobachtungen. Wenn man sich diese Bilder anschaut, diese Krähenscharen, die sich im Schwarm niederlassen, wir können relativ nah hinkommen. Wir haben ja einen Vorwärtsscan, einen Sonarscan nach vorne gerichtet auf der Polaris und können uns gefahrlos relativ weit annähern. Ja, und wir beobachten natürlich ständig mit entsprechender Optik und haben alles kristallscharf im Bild. Das ist für uns schon wichtig. Wir wollen respektvoll, also Distanz, aber doch mit guter Qualität beobachten und dafür haben wir einfach gute Ausrüstung an Bord. Ja, und natürlich bei diesen Licht- und Wetterbedingungen macht das Ganze einfach doppelt Spaß. Ganz viel Spaß macht auf unseren Ocean Life Turns natürlich auch die Tatsache, dass wir mit Barbara eine zertifizierte Yoga-Lehrerin an Bord haben. Und immer dann, wenn die Temperaturen, wenn das Setting, wenn die Steganlage es zulassen, dann gibt es Yoga-Einheiten auf 67 Grad nördlicher Breite. Stellt euch vor, ihr macht Yoga, die Sonne wärmt euch den Rücken. Es ist ein Start in den Tag, der optimal ist natürlich. Man ist dann entspannt und von dort geht es dann zum guten Frühstück. Noch ein kurzes Wort zu unseren Ferngläsern, die wir dabei haben von Swarovski Optik. Die besten Birdwatcher-Ferngläser als Leihgerät inkludiert im Preis. Das macht natürlich Spaß. Das ist ein gutes Add-on zu unseren Ocean Life Turns. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen hier in Tordalk aus nächster Nähe oder hier auch eine Grüllteiste. Die Trockengestelle sind schon leer, die Stockfische sind schon exportiert und übrig bleibt die nordische Architektur mit den typischen roten Wänden und den begrünten Dächern. Wir genießen den Blick auf die offene See und die Natur in der Umgebung. Immer wieder zieht es uns in die guten Restaurants und Pubs und manchmal muss man mit dem Dinghy quasi Transfer spielen und vom Boot zum Restaurant fahren und kann dabei die schönsten Ausblicke genießen. Ja, das ist unser Leben im Norden. Ich hoffe sehr, dass ihr ein wenig Lust bekommen habt, dass ich einen Eindruck geben konnte davon, wie sehr wir die nordische Kultur und vor allem Natur genießen und wünschen euch alles Liebe. Seid doch einmal dabei, wenn wir wieder auf die Lofoten starten im Jahr 2022.